Studierenden, die Kollegen, heute auch viele Kollegen, das freut mich sehr, und natürlich auch wieder viele Bürger. Ja, ich hatte letzte Woche sind wir ja, das haben wir ja versucht, dem Bösen auf den Grund gegangen, und ich hatte ja schon eingeflochten, auch in meine Vorlesung, dass wir heute erfahren werden, was uns Böse macht. Und dass wir dazu einen Gast haben, der profund dazu was sagen kann, auch einen prominenten Gast haben, Dr. Hans-Joachim Maatz. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich sage ein paar Worte zu Ihnen, obgleich auch auf unserer Website ein kleiner Link ist, und man da auch über die Dozierenden bzw. die Vorlesenden das erfahren kann, so auch zu Ihrer Website. Ich sage es trotzdem gerne. Von Haus aus, wie man so schön sagt, ist Hans-Joachim Maatz Psychiater, Arzt und Psychotherapeut und seit 20 Jahren ein sehr aktiver Autor, der sich sozusagen in den Zeitgeist oder die Zeitgeistdebatten einmischt. Und ich glaube, mit einer relativ seltenen Stimme, ich glaube, es gibt ja viele soziologische, politologische und politische Kommentare, aber ich sage mal so mit der Perspektive des Psychotherapeuten oder Psychoanalytikers, ich sage mal auch in einer Tradition einer kritischen Psychoanalyse, sich um Zeitgeistfragen zu kümmern, das ist immer noch eine relativ seltene Stimme. Und da ist der Kollege Maatz unüberhörbar. Er ist ein streitbarer, auch strittiger Autor. Deswegen haben wir uns auch gesagt, das könnte gut passen in unsere sozusagen Vorlesungsreihe. Was Sie vielleicht noch wissen sollten, Herr Maatz ist von 1980 bis zu seinem, nee, das sage ich jetzt nicht, Ruhestand, das ist ein so blödes Wort, also bis zu dem, wo er dann aufgehört hat, also nach der Welt, Direktor gewesen, Direktor oder beziehungsweise Chefarzt der psychotherapeutischen und psychosomatischen Klinik in Halle, in der Diakonie, hatte also eine lange klinische Erfahrung. Und vielleicht das so als kleiner Nebenkommentar, zu DDR-Zeiten war eher ein Geheimtipp, zumindest für Psychologiestudenten und sowas, also auch für mich, da war dann immer, wurde geraunt durch die Stadt, heute erzählt Maatz was. Das war dann meistens bei der evangelischen Gemeinde, weniger im Studentenwohnheim, sodass es ja schon immer, ja, irgendwie etwas gab, da erfahren wir irgendetwas, was vielleicht aufregt, auch was erregt, aber zumindest zum Denken anstößt. Und das Spannende ist, für Ihre fast jetzt über 25 Jahre ununterbrochene auch Autorentätigkeit ist eigentlich so in dem Spalt zwischen, sage ich mal, was passiert psychogenetisch, was passiert, sage ich mal, in Familien, in Interaktionen und was hat das mit gesellschaftlichen Kontext zu tun. Also in diesem Spalt reihen Sie sich ja ein mit Ihren Kommentaren und auch mit Ihren Diagnosen. Wenn man die letzten beiden Bücher anguckt, da klingt einem das auch so an. 2014, die narzisstische Gesellschaft. Das ist natürlich ein Befund, der schon lange über uns droht, schon seit den 90er Jahren. Und das letzte Buch vom letzten Jahr, Im falschen Leben. Das klingt ein bisschen adornoisch. Also die Frage, kann man dem Falschen im Richtigen, wie geht das eigentlich zusammen? Ja, also ich glaube, es ist auch eine spannende, streitbare Lektüre oder auch strittige, jedenfalls, dass sie Irritation und auch Widerspruch auslöst. Aber das ist ja auch ihr Anliegen, glaube ich. So, jetzt sind wir gespannt, was Sie uns heute sagen werden. Wir verfahren wie letzte Woche, eine Stunde plus minus, werden Sie uns was vortragen und dann gucken wir mal, wo uns das hinträgt und was wir dann miteinander zu besprechen haben. Vielen Dank erstmal, dass Sie da sind und herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Herr Busse. Ich habe mir Ihren Vortrag bei YouTube angesehen, letztes Mal. Und ich fand ihn großartig, ja, wegen der globalen Perspektive. Meine Perspektive ist ja etwas simpler, also basaler, vielleicht auch provozierend. Also ich freue mich jedenfalls, dass Sie so zahlreich hier sind. Und ich denke, wir werden schon ins Gespräch kommen, denn das, was ich sagen will, ist sicher nicht so einfach zu verdauen. Was mir besonders gefallen hat an Ihrem Vortrag, was kann man denn gegen das Böse tun? Die Demut vor dem eigenen Bösen. Das ist im Grunde mein Ansatz oder das, was mich am meisten beschäftigt, weil wir Böse sind, brauchen wir Böse.
Für mich ist jeder Täter Opfer gewesen. Die Frage der Verantwortung ist eine andere, die hat die Forensik zu klären. Aber es gibt keine Täter, die nicht Opfer waren. Aber die Welt braucht Täter. Und deshalb ist es so schwierig, wenn man böse Menschen, die Böses tun, wenn man versucht, ihren Opferstatus auch zu erfassen. Ja, ich habe mal fern von allen philosophischen oder religiösen Interpretationen mich als Psychotherapeut gefragt, was ist für mich eigentlich böse? Und bin auf eine ganz simple Antwort gekommen. Für mich ist das Böse, wenn ich mir selber Schaden zufüge oder anderen. Oder anderen. Also man kann auch Sachen beschädigen oder die Zukunft beschädigen. Also etwas, was Schaden zufügt. Und da wissen wir natürlich auch, das ist auch nicht so einfach zu definieren, wo beginnt das. Manche sagen ja, das muss jetzt sein, auch wenn es im Moment schädlich ist. Also ich habe mich von dem Freudschen Aggressions- oder Todestrieb abgelöst. Ich kann damit nicht mehr zu viel anfangen. Sie haben ja auch Kant zitiert und auch da, dass man nicht von einem Trieb ausgehen kann, obwohl das ein gewisses Faszinosum hat, wenn man es banalisiert. Also den Todestrieb zum Beispiel, es ist nötig, wenn ich essen will, dass ich Tiere töte und Pflanzen vernichte, also etwas Aggressionstriebhaftes, um etwas aufzubauen, also um am Leben zu bleiben, um mich entwickeln zu können. Also in diesem Spannungsfeld zwischen Thanatos und Eros kann man das akzeptieren. Aber ich habe im Grunde genommen mich mit Freud ziemlich innerlich überworfen mit seinem Ödipus-Komplex. Da meinte ich, also weil der Ödipus-Komplex vor allen Dingen den Kindern in ihrer Entwicklung sehr viel Verantwortung auferlegt, die ich meine, die Kinder nur zum Teil haben, vielmehr die Eltern. Meiner Meinung nach ist der Ödipus-Komplex von Freud zwar auf geniale Weise gefunden worden, aber völlig falsch interpretiert. Und das kann man, also ich kann ihm das nicht übel nehmen, weil es so ein genialer Mensch ist und in seiner Zeit hatte er eben noch wenig Erfahrung mit der Entwicklung der frühen Kindheit und vor allen Dingen hatte er keine gute Auseinandersetzung mit Mutter. Das hat er ja nie bewältigt in seinem Leben. Und er wählt also einen Mythos, den er dann dem Kind für seine Entwicklung auflastet. Das Kind müsse sozusagen den Ödipus-Komplex überwinden. Das heißt vor allen Dingen die Konkurrenz des Jungen mit dem Vater und die libidinösen Interessen an der Mutter. Wenn man den Mythos liest, wird zweifach die Schuld der Eltern ins Bild gebracht. Nämlich, die Eltern wollen Ödipus töten. Einem Orakelspruch folgend, dass Ödipus den Vater verdrängen wird. Und das gelingt ihnen nicht. Also sie setzen ihn nur aus. Ödipus überlebt. Also das ist die erste Hauptschuld der Eltern. Und dann geht es weiter, als er seinem Vater begegnet. Auf Hohlweg kommt der Vater, König Laios, mit dem Pferdewagen entgegen und fordert, geh mir aus dem Weg. Eine klassische Forderung des alternden Mannes, dem jungen Sohn gegenüber, geh mir aus dem Weg. Und daraus entspinnt sich der Streit, der Kampf, den der junge Ödipus gewinnt, den Vater tötet, ohne zu wissen, dass es der Vater ist. Das ist also ganz wichtig. Und er löst das Rätsel der Sphinx und bekommt dafür als Lohn die Königin, die seine Mutter ist, was er auch nicht weiß, als Frau zum Lohn.
Also zweimal sind es der Vater, der das Kind sozusagen weghaben will, und die Mutter, die hätte wissen können, dass es ihr Sohn ist, nämlich an den Schwellfüßen. Die durch die Aussetzung, die hatten, waren die Füße ja auch beschädigt worden. Also gut, für mich ist das also eine nicht mehr akzeptable Perspektive, und die ist vergesellschaftet mit dem, was wir in den letzten 20, 30 Jahren in der Psychoanalyse im Grunde genommen zu erkennen hatten, nämlich die vor allen Dingen die Frühbedeutung der frühen Entwicklung, die man mit dem Schlagwort verbinden kann. Es geht in erster Linie um Beziehung statt um Erziehung. Das ist schon revolutionär im Grunde genommen, weil Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht der Mensch erzogen wurde. Und jetzt geht es um Beziehung, das heißt eine Subjekt-Subjekt-Beziehung zwischen Eltern und Kind und nicht mehr eine Subjekt-Objekt-Beziehung, dass an dem Kind irgendwas gehandelt werden müsse, es erzogen werden müsse, sondern eben eine Subjekt-Subjekt-Beziehung, wobei man aber achten muss, dass man nicht denkt, diese Beziehung geschehe auf Augenhöhe. Eltern und Kinder sind nicht auf Augenhöhe. Eltern bleiben in der Verantwortung für etwas, was das Kind noch nicht erfassen kann. Aber sie müssen das Kind als Subjekt ernst nehmen, das eben auch von sich her die Beziehung gestaltet und damit die Eltern beeinflusst. Die Qualität also dieser ersten Beziehungsangebote, und das ist praktisch das, was die Bindungsforschung, die Säuglingsforschung und was für mich als Psychotherapeut zunächst ziemlich irritierend war, die Hirnforschung auch belegt hat, dass die Qualität der ersten Beziehungen, die ein Kind von Vater und Mutter bekommt, entscheidet auch für die Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu der Art und Weise, wie das Gehirn sich entwickelt und die Neuronen sich vernetzen. Es wird deshalb von auch Beziehungsrepräsentanten gesprochen. Also nicht nur, dass das Gehirn Objekt- und Subjektrepräsentanzen hat, sondern Beziehungsrepräsentanzen. Also die Qualität der ersten Beziehung wird neuronal abgebildet, praktisch als Grundmatrix der neuronalen Aufnahme, die ein Leben lang wirksam ist und im Grunde genommen die Persönlichkeit prägt. Mit der ersten Erkenntnis habe ich als Psychotherapeut gesagt, eine gute Nacht, wir können eigentlich einpacken, wenn das so ist, dass im Grunde genommen in den ersten drei Lebensjahren präverbal, noch bevor das Kind sprechen und denken kann, schon entscheidende Weichen gestellt sind für die Persönlichkeitsentwicklung. Ja, was wollen wir denn dann noch? Gut, der Aufschrei ist von den Hirnforschern erhört worden, die dann gnädig gesagt haben, naja, seid ruhig, das Gehirn bleibt ein Leben lang plastisch und entwicklungsfähig. Aber die Dominanz der ersten Beziehungserfahrung bleibt. Und ich habe mir so ein schönes Bild dafür gemacht oder eingeprägt, dass das, was in den ersten Lebensjahren an Beziehungsqualität vermittelt wird, ist sowas wie neuronale Autobahnen. Und was wir später psychotherapeutisch machen können, sind bestenfalls neuronale Wege oder kleine Straßen. Das heißt, wenn was man später beziehungsdynamisch verbessern kann, kann sich auch wieder in der Persönlichkeitsstruktur und neuronal abbilden. Es bleibt aber immer schwächer als das, was primär geprägt worden ist. Deshalb auch unsere psychotherapeutische Erfahrung, wenn man eine intensive Therapie macht, die erfolgreich ist, bleibt die nicht erfolgreich, wenn sie nicht ein Leben lang weiter beschritten wird. Das heißt, wenn man das, was man in einer Therapie an besseren Erfahrungen
erlebt hat und aufgenommen hat, nicht weiter in der eigenen Verantwortung gestaltet, dominieren sehr bald wieder die frühen Autobahnen. Und das, was man eben so mühevoll erreicht hat, ist wieder verschwunden. Nun, das Böse, kein Trieb, sondern das Böse als Folge der frühen Beziehungsqualitäten. Das ist ein Anlass gewesen, in meiner Arbeit nachzuforschen, was finden wir denn für typische Beziehungsangebote bei Eltern. Und das war ich bemüht, nach mütterlichen und väterlichen Beziehungsangeboten zu differenzieren und dann Begriffe dafür zu finden, die man sich merken kann oder mit denen man schnell wissen kann, wo man sich eigentlich beziehungsdynamisch bewegt. Die verschiedenen Qualitäten, die wir gefunden haben, beziehen sich auf mütterliche und väterliche Beziehungseigenschaften. Es ist dabei vielleicht wichtig zu verstehen, dass das Mütterliche und das Väterliche nicht zwingend an das Geschlecht gebunden ist. Also es gibt väterliche Mütter und mütterliche Väter. Aber es gibt eine wesentliche Bedeutung, das ist praktisch die leibliche Mutter, die durch Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit einen Beziehungsvorlauf hat oder eine besondere Beziehungsbedeutung hat. Es gibt Meinungen dazu, die sagen, schon in dieser Zeit, Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, wird etwa um 50% das Prägende an prägender Beziehung angelegt, was die Persönlichkeit später ausmacht. Also deshalb ist es aus meiner Sicht so wichtig, der Frühentwicklung größte Bedeutung beizumessen. Das hat insofern eine wichtige Bedeutung, weil die natürlichen Entbindungen immer weniger werden, medizinische Entbindungen dominieren, auch dort, wo sie nicht notwendig sind. In den USA sollen etwa schon ein Drittel aller Entbindungen als Kaiserschnitt ohne medizinischen Grund, einfach weil es bequemer ist oder weil es juristisch sicherer ist, dass man den Ärzten dann nichts vorwerfen kann. Es wird missachtet dabei, wie wichtig die Erfahrung ist, die Mutter und Kind machen müssen mit der Geburt, dass es eine Leistung ist, eine erste wesentliche Beziehungsleistung, die die beiden zu vollbringen haben. Und ich habe in meiner therapeutischen Arbeit immer mal wieder Menschen kennengelernt, die in einer schwierigen Lebenslage plötzlich schlapp gemacht haben und man sich wundert, ja, warum eigentlich, ohne noch wissend, was die Frühgeschichte bedeutet hat. Und es kam heraus, dass sie durch Kaiserschnitt entbunden wurden. Also die primäre prägende Erfahrung ist die, wenn es schwierig wird, wenn es drauf ankommt, kommt eine Narkose oder man wird geholt und muss es nicht selber machen. Das ist also offensichtlich auch eine Wirkung fürs ganze Leben. Bei der Frage der Qualität der frühen Beziehungen gehöre ich zu den Menschen, die im Streit zwischen fremder Frühbetreuung und familiärer Frühbetreuung vor allen Dingen die Position des Kindes einnehme. Was ist für das Kind das Beste? Es gibt wirklich böse, schlechte Eltern, die dem Kind sehr viel schaden, weil sie eben keine guten Beziehungen anbieten, wo das Böse schon in der Beziehungsqualität beginnt, nämlich durch defizitäre, also mangelhafte Beziehungsangebote, durch
kränkende, verletzende, herabwürdigende, alleinlassende Beziehungsangebote dar, ist der Ursprung sozusagen des Bösen in der Beziehungsqualität. Aber auf der anderen Seite ist die Fremdbetreuung, also Kinderkrippen, nicht Kindergärten, da ist eine andere Qualität, habe ich eine sehr kritische Haltung. Ich gehöre auch zu den Therapeuten, die an einer Petition mitgearbeitet haben, Überschrift Kitas, also Kinderkrippen schaden Kindern. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das so ist, aus vielfachen Erfahrungen. Und ich muss Ihnen gestehen, dass wir nach DDR-Zeiten sehr froh waren, dass plötzlich das Kinderkrippenregime der DDR zu Ende ging, und muss heute feststellen, dass wir DDR-Verhältnisse wieder haben, dass aus ideologischen, ökonomischen Gründen eben die Dominanz der Fremdbetreuung herrscht und die Qualität dieser Fremdbetreuung nicht im Mittelpunkt steht. Wenn man eine gute Fremdbetreuung haben will, heißt das 2 bis 3 Kinder maximal für eine Betreuungsperson. Und diese Betreuungsperson braucht weniger pädagogische Kompetenz als Beziehungskompetenz. Deshalb sage ich auch, Bindung ist wichtiger als Bildung. Ich halte diese politische Formel der frühkindlichen Bildung, jetzt sage ich es mal, Entschuldigung, für Schwachsinn. Es braucht keine frühkindliche Bildung, es braucht frühkindliche Bindung. Und Bindung heißt, dass der Mensch gesichert ist im Wissen der Erfahrung, ich bin okay, so wie ich bin. Und ein solcher Mensch wird sein natürliches Bedürfnis entfalten, sich auch bilden zu wollen. Dem muss also das nicht hingetragen werden, sondern er ist freigelassen dafür. Und deshalb sollte es nach beiden Richtungen auch politisch-soziales Engagement geben. Auf der einen Seite natürlich in Bindung. Die Hebammenfunktion sollte verbessert werden, die im Moment sehr schlecht dastehen, weil die sehr viel Versicherung zahlen müssen und damit ihr Geschäft kaum noch ausüben können. Es sollten Elternschulen, was wir auch in unserer Stiftung anbieten, wobei es darum geht, nicht pädagogisches Wissen an die Eltern zu vermitteln, sondern Beziehungswissen. Im Wesentlichen wird ja das weitergegeben, was ich selbst als Vater oder Mutter erlebt habe, wird an die Kinder weitergegeben, auch wenn oft beteuert wird, ich will das nie so machen wie meine Mutter oder mein Vater. Wenn man es aber nicht reflektiert hat, was man an Bösem erlitten hat, dann wird man auch gegen die eigene Überzeugung wieder Böses weitergeben. Mir ist auch bei der Beziehungsqualität eine Formel deutlich geworden, die sagt, man muss dem Kind geben, was es braucht und nicht, was es sich wünscht. Und um zu wissen, was das Kind braucht, muss man es verstehen können, muss man sich einfühlen können. Also wäre die wichtigste Herausforderung für Eltern, die Empathie zu lernen, die man auch immer nur begrenzt lernen kann, ganz grob gesagt, man hat sie oder hat sie nicht. Die Empathie ist wiederum gebunden an die Erfahrung, wie bin ich denn verstanden und akzeptiert worden oder wie sehr musste ich so werden, wie es von mir erwartet worden ist. Also auch die Empathie von Eltern bleibt begrenzt. Das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb ich mal das versucht habe zusammenzufassen mit dem Lilith-Komplex. Ganz kurz, Sie kennen vielleicht den Mythos, dass am Anfang Gott Lilith und Adam schuf als erste Menschen mit der Besonderheit dieses Schöpfungsaktes, dass beide aus gleicher Erde geschaffen wurden. Also von Anfang an ein Schöpfungsakt, der die Gleichrangigkeit zwischen Mann und Frau deutlich macht.
Das Spezifische daran ist, dass die beiden nicht miteinander klargekommen sind, sich also letztlich in narzisstische Machtkämpfe verwickelt haben, die sich vor allen Dingen in der Sexualität ausgetragen haben, in dem Sinne, dass Lilith nicht mehr immer nur in der Missionarsstellung unter Adam liegen wollte, sondern die Sexualität auch aktiv und lustvoll selbst mitgestalten wollte, also auch auf Adam sitzen. Das war für den nicht akzeptabel. Sie stritten, konnten sich nicht einigen und das Ergebnis war, dass also Lilith geflohen ist aus dem Paradies und nun Adam depressiv rumhing und sich Gott seiner erbarmt hat und ihm nun die Eva aus einer Rippe von ihm geschaffen hat. Also von Anfang an ein Schöpfungsbild, wo die Frau eine Untergeordnete, nur ein Teil des Mannes ist. Wie sähe unsere Kultur aus, wenn wir eine Religion hätten, wo es nicht diesen Vatergott gäbe, sondern ein glückliches, liebevolles, sexuell aktives Götterpaar, die im Grunde genommen auch dieses erste Menschenpaar Lilith und Adam akzeptiert hätte, die, wenn man so will, sie stritten um die Macht in der Sexualität, ja, als narzisstisch gestörte Menschen gezeigt werden. Und das ist nur wieder für einen wie für mich überhaupt kein Wunder. Man muss narzisstisch sein, wenn man in eine solche Entstehungsgeschichte, also ohne liebende Eltern, ohne liebende Mutter. Die Mutter ist entscheidend für die Frage, wie narzisstisch gesättigt bin ich oder nicht. Da komme ich gleich darauf zurück. Aber der Lilith-Komplex ist deshalb so wichtig, weil er deutlich macht, dass keine Mutter ideal für ihr Kind sein kann. Jede Mutter bleibt begrenzt in ihrer Mütterlichkeit, ganz klar, weil sie nicht nur Mutter ist, sondern sie bleibt auch Frau mit eigenen egoistischen Interessen und Bedürfnissen. Sie bleibt Partnerin, sie bleibt an sexueller Aktivität interessiert und sie bleibt an beruflicher Entwicklung interessiert. Also heißt der Lilith-Komplex, wenn man so auftritt, als wäre man eine ideale Mutter, beim Kind kommt das aber nicht an, dann ist das die erste böse Manipulation des Kindes. Ich mache doch alles aus Liebe für dich, sagt die Mutter. Das Kind erlebt es aber nicht und ist verwirrt. Deshalb, und das wissen wir aus unserer Arbeit, wenn ich einem Kind sage, auch als Mutter, mein Kind, ich kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht, ich bin jetzt mit mir beschäftigt, ich habe jetzt Probleme, ich kann dich im Moment nicht so betreuen und verstehen, wie du es brauchst. Das tut mir leid, aber es ist so. Dann erfährt das Kind von Anfang an eine Begrenzung, die es sowieso braucht. Unser Leben ist in jeder Hinsicht begrenzt. Es würde sich also einüben können in der Erfahrung von Begrenzung. Und da, was heißt das? Das heißt Trauer, das heißt Schmerz, das heißt Wut. Wut, dass ich nicht verstanden werde, Schmerz, dass ich nicht so befriedigt werde, wie ich es brauche, also Mangel bleibe, und Trauer, dass mir Möglichkeiten verloren gehen. Wenn das Kind das dann auch noch ausdrücken dürfte und schimpfen dürfte auf die Mutter, kann es gesund bleiben. Muss es nicht das erlittene Böse übernehmen und weitertragen. Deshalb ist mir das so wichtig, dass man die mütterlichen und die väterlichen Beziehungsangebote versteht, aber immer auch in ihrer Begrenztheit. Und dass es nicht darum geht, dass wir perfekt sein wollen, müssen, was wir sowieso nie sein können, sondern die Begrenztheit unserer Beziehungsangebote auch als solche kennzeichnen und übermitteln und unser Bedauern aussprechen, um dem Kind auch die Auseinandersetzung auf diese Weise zu ermöglichen. Nun, zu den einzelnen Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen. Ich kann jetzt schon mal die
die Schlussfolgerung zu dem Thema machen. Ich bringe Ihnen jetzt Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen, die ich für böse halte. Böse, weil sie eben dem Kind schaden, in dieser ganz einfachen Definition. Und aus den einzelnen Beziehungsstörungen entstehen beim Kind entsprechende Selbststörungen, Selbstentfremdungen, bis, wie wir gehört haben, in die neuronale Art der Vernetzung. Damit wird das Böse über eine defizitäre oder gestörte Beziehung an das Kind weitergegeben. Und jetzt ist in der Entwicklung das Kind in Gefahr, das Böse zu integrieren und zu dem eigenen Verhalten zu machen. Entweder wieder gegen sich selbst oder gegen andere. Dass ein Kind erlittenes Beziehungsdefizite in der Folge gegen sich selbst richtet, schafft uns Psychotherapeuten und Ärzten die Grundlage unseres Lebens. Also Gott sei Dank werden Menschen krank, ohne zynisch werden zu wollen, weil ich der Überzeugung bin, in meinem Fach sowieso, dass jede Krankheit eine Krise ist, die um Erkenntnis ringt. Und wir Psychotherapeuten diejenigen sind, die helfen müssen, diese Erkenntnis bis hin in das erlittene Böse und selbst nun weitergegebene Böse zu vollziehen. Ich bin überzeugt, dass das in allen medizinischen Fächern der Fall ist, nur unterschiedlich in der Dosierung. Aber ich glaube, es gibt überhaupt keine Erkrankung, die nicht auch psychosozial mitbedingt ist. Ob das jetzt 100%ig ist oder nur 2 oder 3%ig ist. Aber immer spielt es eine Rolle. Deshalb kann man eigentlich in jeder Erkrankung mit oder neben der medizinisch notwendigen Versorgung oder manchmal auch schädigenden, überflüssigen Versorgung, darauf kommt es ja an, genauer herauszufinden, was ist wirklich medizinisch und was ist psychodynamisch zu verstehen, kann man bei jeder Erkrankung selbst etwas für sich gewinnen aus der Erkenntnis der Krise, die in der Erkrankung sich zum Ausdruck bringt, eben des verfehlten, des falschen Lebens. Wenn ich die Perspektive des Kindes einnehme, geht es vor allen Dingen darum, dass das Kind Antworten braucht auf die Frage, bin ich überhaupt gewollt, bin ich berechtigt zu leben? Werde ich hinreichend verstanden, wir sagen auch gespiegelt, also gibt es jemanden, der sich in meine Welt bereit und in der Lage ist einzufühlen? Und werde ich, das ist das Wichtigste, auch ausreichend geliebt? In dem Sinne, dass jemand da ist, der versteht, was ich brauche und mir das zur Verfügung stellt. Und nicht das, was, wie gesagt, später vielleicht an übermäßig narzisstischen Bedürfnissen gewünscht wird. Bleibe ich freigelassen oder werde ich von den Eltern so besetzt, dass ich nur das tun und entwickeln kann, was denen gefällt? Und damit ist bereits die Brücke geschlagen zu den gesellschaftlichen Einflüssen. Denn die Eltern, die Familie, die Krippen machen das, was gesellschaftlich der Mainstream ist. Wenn man so will, ist für mich als Psychotherapeut, also die Klinik, die ich geleitet habe, war 10 Jahre DDR und knapp 20 Jahre Westen. Das ist erstaunlich. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wir haben eine Wende überhaupt nicht nötig gehabt. Das Menschliche ist immer dasselbe gewesen, also das erlittene Böse und das erlebte und weitergegebene Böse. Nur die äußeren Werte, an denen Menschen krank geworden sind, waren anders. In der DDR litten die Menschen vor allen Dingen an der Enge, an der Repression, an Mauersyndrom, an der mangelnden Individualisierung, an der Nötigung, im Kollektiv aufzugehen. Und interessanterweise, mit der Wende haben wir plötzlich ganz andere Krankheitsformen oder Bilder erlebt, nämlich ein Großteil der Menschen, die durch die Enge der DDR geografisch, politisch,
individuell und die Versorgung des Staates ohne Arbeitslosigkeit, ohne Wohnungsnot und so weiter, also Wohnungsnot schon, aber man hatte Wohnung, fiel das plötzlich weg. Und jetzt wurden die Defizite in der Selbstentwicklung, die frühen Defizite, wurden jetzt aktiv oder wund. Und die Menschen kamen in der neuen westlichen Welt nicht mehr zurecht, wo sie plötzlich individueller, kritischer sein mussten, sich durchsetzen mussten. Also wenn wir in der DDR halfen, dass Menschen aktiver, bewusster, kritischer, individueller waren, waren sie fast automatisch politisch subversiv und gefährdet. Wenn wir jetzt Menschen helfen, sondern Leute, ruhig, ist alles begrenzt, es muss nicht alles perfekt sein, erkennt eure Grenzen, eure Fehler, eure Schwächen an, letztlich die Demut auch vor den eigenen Problemen. Wenn sie das therapeutisch gewonnen haben, fühlten sie sich besser, waren bestimmte Konflikte oder Beschwerden weg, aber sie hatten jetzt äußerlich an Marktwert verloren, denn sie hatten ja lernen müssen, sich immer gut verkaufen und darstellen zu müssen, auch über ihre Möglichkeiten hinaus. Also im Grunde genommen wie ein Labor, ein Riesenlabor, wie unterschiedliche gesellschaftliche Werte und Einflüsse eben dann auch die Prägung der Selbstentwicklung beeinflussen. Aus diesen Fragen, die das Kind für sich braucht, also gewollt, geliebt, freigelassen, unterstützt und so weiter, haben wir die häufigsten Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen differenziert. Ich will sie Ihnen kurz nennen, weil daraus dann, also spezifische Mütterlichkeits- und Väterlichkeitsstörungen machen spezifische Selbstentfremdungen und spezifische Selbstentfremdungen tragen wieder spezifisch Böses gegen sich selbst, autodestruktiv oder gegen andere oder anderes. So. Die drei wesentlichsten Mütterlichkeitsstörungen: Mutterbedrohung, Mutterbesetzung, Muttermangel, Muttervergiftung, kurz erklärt. Also in meinem letzten Buch habe ich es ausführlich beschrieben, wenn Sie es also nachlesen wollen, dann gerne. Mutterbedrohung ist die schlimmste, die böseste Form des Beziehungsangebotes an das Kind, nämlich sei nicht, ich will dich nicht, lebe nicht. Also eine ungewollte Schwangerschaft, das ungewollte Kind. Wobei es oft auch eine ganz spezifische Problematik gibt. Es gibt Frauen, die durchaus schwanger sein wollen. Das gehört, denke ich, auch zu ihrer Genetik oder zu ihrem Narzissmus. Aber dann das Kind nicht annehmen können, überfordert sind in dem Moment, wo sie jetzt aus der Bestätigung, eine schwangere Frau zu sein, in die Versorgungsrolle gehen müssen. Sie können sich vorstellen, dass diese Erfahrung, lebe nicht, sei nicht, ich will dich nicht, eine Prägung verursacht, die diesen Menschen ein Leben lang belastet mit der Erfahrung, das Leben ist bedrohlich, ich bin nicht berechtigt, ich muss mich erklären, ich muss mich verteidigen. In der klinischen Ausformung sind das die Menschen, die wir dann als Borderline-Syndrom diagnostizieren. Und von Borderlinern wissen wir ja, dass sie sehr dazu neigen, sich selbst zu verletzen. Da ist das Böse als Autodestruktivität da. Oder aber die Keule zu nehmen und Gewalt gegen andere auszuüben. Also diese Tendenz, auch die Impulsdurchbrüche des Borderline-Erkrankten, trägt nun die erlittene frühe Erfahrung, ich darf nicht sein, als abgrundtiefer Hass in die Welt und will sich dann dort rächen dafür. Meine Damen und Herren, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich von abgrundtiefem Hass spreche. Also ich habe mich vorhin eben so ein bisschen von Freud abgegrenzt. Die Psychoanalytiker, denen ich so innerlich nachgefolgt sind für mich Erich Fromm und vor allen Dingen Wilhelm Reich.
Das heißt, Fromm hat für mich eben den sozialen Bezug hergestellt, also immer wieder die Frage, wie ist die individuelle frühe Beziehung, wie wird sie gesellschaftlich missbraucht oder auch gemildert? Das kann man ja beides sehen. Wir Therapeuten sind ja bemüht, es zu mildern, was die Gesellschaft vielleicht auch verschärft. Und Wilhelm Reich, der natürlich ganz exklusiv die Bedeutung des gesellschaftlichen Einflusses untersucht hat, aber wiederum bis in die Energie des Menschen mit der Erfahrung, dass also früheste Beziehungsstörungen energetisch aufgestaut werden können. Ich hatte in meinem ersten Buch ja Gefühlsstau das zum ersten Mal in eine Metapher gebracht. Das heißt, ich kann durch bestimmte körperpsychotherapeutische Techniken und Methoden es erreichen, dass sich ein Mensch erinnert an seine frühesten Beziehungserfahrungen, also es eine Zeit, bevor dieser Mensch denken und sprechen konnte. Deshalb sagen wir, Körperpsychotherapie, der Körper ist der besonders wertvolle, also der königliche Zugang zum präverbalen Unbewussten. Wenn ich also die frühesten Störungen therapeutisch aktivieren und behandeln will, muss ich eine Möglichkeit haben, den frühesten Affekt eröffnen zu können. Und da bin ich wieder, das sind mörderische Impulse, die da plötzlich frei werden können, also wo man Angst bekommt. Also ich denke auch, dass wir Therapeuten oft meiden, solche Therapien zu machen, weil man sehr schnell überfordert ist damit von den Affekten. Das echte Gefühl steckt an, da kann man nichts machen. Wenn jemand echt voller Hass ist, dann erreicht einen das, genauso wie der Schmerz oder die Trauer, im Unterschied zu den neurotischen Gefühlen, den gemachten, den aufgesetzten. Wenn jemand so immer jammert und weint, oh, das mag man nicht, das ist unerträglich. Da weiß ich auch genau, aha, das ist jetzt hysterisiert, muss ich mir keine Sorgen machen, sondern eher, wie kriege ich diesen Menschen in einen echteren Zustand. Also, für mich war damit auch eine der quälendsten Fragen meines Lebens und meines Berufslebens beantwortet, nämlich die Frage, wie kann es sein, dass Menschen, mitunter sogar eine Mehrheit, das Böse zur Normalität werden lassen? Also, wieso können Menschen begeistert in einen Krieg ziehen? Wie kann man einen Krieg überhaupt gutheißen? Und als junger Psychiater erinnere ich mich noch, ich hatte mit Männern zu tun, die dann mit ihren psychotischen oder Verwirrtheitszuständen auch solche Sätze sagten, ja, der Krieg, das war eine ganz wesentliche Zeit. Ja, wieso denn? Ja, wegen der Kameradschaft, und wir konnten schießen, morden, vergewaltigen, brandschatzen, ja. Dachte ich, meine Güte, was ist in den Seelen dieser Menschen geschehen? Also die Frage, wie kann man so böse werden, Böses tun? Wie kann man ein ganzes Volk vernichten wollen? Wieso braucht man solche Feindbilder? Fand ich als Antwort aus diesen frühen Beziehungsstörungen, die ich in meiner Arbeit immer wieder beleben konnte. Also abgrundtiefer Schmerz, Hass, tiefste Trauer als Ausdruck der frühen Beziehungsstörung. Gut, Mutterbesetzung meint eine Mutter, die ihr Kind nicht freilassen mag, sondern das Kind braucht für ihr Leben. Also die ist energetisch besetzt, wie eine Vampirmutter, könnte man sagen. Alles, was das Kind tut, will die Mutter wissen, wie sie haben. Das Kind soll im Grunde genommen für die Mutter leben. In der Folge, natürlich muss sich ein solches Kind schützen vor der Vampirmutter. Und das tut es in aller Regel, indem es sich zurückzieht nach innen oder überhaupt sich entfernt und nicht mehr spricht, den Kontakt meidet. In der klinischen
schlimmsten Ausformung sind es dann die schizoiden Persönlichkeitsstörungen. Wieder das Böse der Mutter, das Kind so emotional, energetisch zu missbrauchen, führt zu einer Selbststörung durch Rückzug, durch Verweigerung. Und das wiederum in die Gesellschaft getragen, mit solchen Menschen ist es schwer auszukommen, die sich verweigern, die sich ständig bedroht fühlen durch Besetzung, durch Missbrauch. Muttermangel, die häufigste Form. Also Mütter, die nicht genug Liebe zur Verfügung haben, weil sie sie selbst nie bekommen haben. Woher dann? Ne, deshalb sage ich, bei Elternschulen ist es wichtig, dass eine Mutter erfährt ihre begrenzte Mütterlichkeit, um nicht das Kind falsch zu belasten. Es ist ein großer Unterschied, wenn man sagt, ich bin begrenzt, ich habe jetzt nicht mehr Liebe für dich, als wenn man sagt, du bist ja unmöglich, was verlangst du denn, du bist so undankbar, du willst immer mehr. Das Letztere wird das Böse, was als Beziehungsmangel ist, an das Kind weitergegeben. Und was kann das Kind machen, wenn es nicht mitkriegt, dass es an der Mutter liegt, sondern dass es das Gefühl hat, es liegt an mir, ich bin nicht gut genug. Dann fängt das Kind an, beweisen zu wollen, ich bin doch wer, ich bin doch liebenswert. Das ist die Basis jeder großartigen Leistung. Ich behaupte mal, jeder Leistungssportler, jeder Supermanager, jeder Politiker, der an die Macht kommt und drängt, hat Probleme mit Muttermangel, mit narzisstischen Defiziten. Ich könnte dafür noch viel mehr ausführen, aber das will ich Ihnen jetzt ersparen. Aber es wird verständlich, dass man in dem Bemühen, dass Böse, was man erfahren hat, also mangelnde Liebe, dass man die jetzt ausgleichen, auswetzen will durch besondere Anstrengungen. Die Tragik ist nur, man kann sich Liebe nicht verdienen durch nichts. Liebe bekommt man oder eben nicht. Aber das weiß das Kind nicht. Und so beginnt es, es muss an mir liegen. Nicht, die Mutter ist in Ordnung, die wird geschützt, muss auch geschützt bleiben. Ja, hat auch unser Bundeskanzler ein bisschen was davon. Muss geschützt bleiben, weil wenn man erkennen würde, wie Mutter wirklich ist, ist das was sehr Bedrohliches. Wenn ich erkennen würde, Mutter ist nicht zur Liebe fähig oder bereit, dann kann man gleich gehen. Ja, aber wenn ich denke, ja, es liegt an mir, ich muss mich nur richtig anstrengen, da ist noch eine Chance. Und so kann man ein Leben verbringen in der Anstrengung, in der Illusion, doch noch geliebt zu werden. Man kann Erfolg haben, man wird reich, berühmt, mächtig, aber das Liebesdefizit ist nicht aufzufüllen. Die Tragik ist, dass daraus eine ganze Gesellschaftsfehlentwicklung entstehen kann. Also, wenn ich den deutschen Nationalsozialismus vor allen Dingen als das borderlinige Böse verstehe, verstehe ich unsere heutige Gesellschaft vor allen Dingen als eine narzisstische Fehlentwicklung. Normopathie ist mir als Begriff gekommen von irgendwoher. Ich weiß nicht, wer ihn wirklich geprägt hat. Dass das Pathische, das Kranke, das Gestörte nicht mehr als solches erkannt wird, sondern für normal gehalten wird, nur weil es eine Mehrheit vertritt, weil eine Mehrheit so denkt und handelt. Und was eine Mehrheit tut, kann ja wohl nicht falsch sein. Und dazu kommt immer noch dazu, wir haben ein wesentliches Grundbedürfnis, nämlich ein soziales Grundbedürfnis, nicht allein zu bleiben, dazu zu gehören, in eine Beziehung, zu einer Gruppe, in der man das Gefühl hat, hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin, hier kenne ich mich aus. Man will auf keinen Fall ausgegrenzt werden, verfolgt, beschimpft werden. Nur wenige, die das brauchen aus Krankheitsgründen, aber im Wesentlichen gehört eben zu der Problematik der Normopathie, dass man eben wegen dieses
Zugehörigkeitsgefühls selbst hochabnorme Fehlentwicklungen mitmacht und nicht mehr in der Lage ist, zu sehen, dass das eine schwer krankhafte Entwicklung ist. In der letzten Zeit gab es wieder häufiger Filme aus dem Nationalsozialismus. Das muss man sich ansehen, wie wir, unsere Eltern, unsere Großeltern, wie besessen, wie krank, wie gestört die waren, eine solche Beziehung normopathisch mitzutragen. Und meine Damen und Herren, es ist weiterhin in uns. Wir hätten den Nationalsozialismus nur dann wirklich bewältigt, wenn jeder den Mut gehabt hätte, Antwort zu geben, und ich Nazi, nicht du Nazi, ich Nazi. Was ist das Böse in mir, was dazu beigetragen hat, eine normopathische Entwicklung mitzutragen, den Krieg zu ziehen, die Juden zu verfolgen und so weiter und so weiter. Und heute? Ich Narzisst. Ich Banker. Ich Umweltzerstörer. So wie wir leben, leben wir im Grunde genommen aus unserer Störung, mangelnde Liebe, die wir weitergeben, indem wir jetzt beweisen wollen, dass wir tüchtig sind, erfolgreich sind. Der Westen bietet eben scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten, mit der Folge, dass das Böse einerseits natürlich uns hoffentlich krank macht, durch den ständigen Stress, dass man endlich mal ein Burnout kriegt oder depressiv wird oder eine Psychosomatik hat. Für uns ist jede Depression im Grunde genommen verhinderte Aggression. Jeder Selbstmord ist ein verhinderter Mord. Wir wissen das, dass Menschen nur dann depressiv werden, wenn sie das, was sie an Bedürfnissen haben, energetisch nicht austragen, sondern zurückhalten, auf der Bremse stehen. Und das macht sie depressiv. Also wird im Grunde genommen das, was ich jetzt nach außen trage und nicht... Also, na, wenn ich die moralische Frage ist, der Depressive besser ethisch zu verstehen als der seine Energie nach außen trägt und das Klima, die Umwelt, die sozialen Verwerfungen, die Kriege, die Migration dadurch mit zu verantworten hat, als Folge eben eines nach außen gerichteten Dranges, sich zu beweisen. Und gerade bei der narzisstischen Problematik unterscheide ich zwischen dem Größen selbst, aber es gibt auch das Größen klein. Im Größen selbst will ich beweisen, durch tolle Leistungen, dass ich doch liebenswert bin, aber es gibt auch das Größen klein. Nämlich insofern habe ich die Erfahrung gemacht, als kleines Kind, wenn ich schwächlich bin, wenn ich kränklich bin, wenn ich hilflos bin, dann wendet sich die Mutter, dann wenden sich die Eltern endlich wieder zu. Und wenn man so will, wenn ich unsere deutsche Gegenwartsgesellschaft als narzisstische Normopathie begreife, dann war die DDR mehr im Größen Kleinen, denn da war man gut beraten, wenn man immer, oh, ich weiß jetzt nicht so, oh, ich kann das noch nicht so, ja, um sich sozusagen zu schützen vor unerträglichen politischen Anforderungen. Und der Westen hat von Anfang an eben das Größen selbst gefordert. Die Muttervergiftung meint eine mütterliche Einstellung. Mein Kind, ich kann dich auch gern haben und bestätigen. Und jetzt kommt's. Aber nur, solange du dich so verhältst, wie ich es brauche, wie es mir gefällt. Das Böse wird also in die Erwartung der Abhängigkeit gegeben. Damit wird die normale Entwicklung, die jeder Mensch von uns durchmachen muss, den Konflikt zwischen Abhängigkeit und Autonomie, wird gestört. Wir wollen alle abhängig sein, weil das angenehm ist, wenn man mal geführt wird und nicht alles verantworten muss. Aber wir müssen eben auch autonom werden, sonst können wir unser Leben nicht gestalten. Und Menschen mit Muttervergiftung haben keine Chance zu lernen, zu erfahren,
was sie selber wollen, weil sie ja immer darauf achten müssen, was Mutter will, um das zu erfüllen. Und wenn mir das gut gelingt, dann ist Mutter erfreut und wendet sich freundlich mir zu. Und man hat keine Ahnung mehr, wie man dadurch manipuliert und vergiftet ist. Ich kann Ihnen was verraten. Meine Muttervergiftung hat dazu beigetragen, ein guter Psychotherapeut zu werden, weil das die beste Voraussetzung war, von Anfang an Lust zu haben, darauf zu achten, wie es anderen Menschen geht, mich einzufühlen, so wie es mir Mutter beigebracht hat, bis ich selber in die Krise gekommen bin und lernen musste, Moment mal, das hilft weder dem Bedürftigen noch mir selbst, es muss also auch was gefordert werden, ich muss auch an mich denken und so weiter. Also das Böse der Muttervergiftung führt in die Abhängigkeit, in die bleibende Abhängigkeit, in den Mangel an Autonomie. Das ist im Grunde genommen dann psychodynamisch die Basis für Mitläufertum. Ne, man achtet nur, was wird gewünscht und erwartet und das tue ich dann und da fühle ich mich ja bestens aufgehoben, weil das habe ich gelernt, das ist positiv bestätigt worden. Also der Fan, der Mensch, der sich von Werbung ansprechen lässt und dem folgt, was verheißen wird und so weiter, ist im Grunde genommen ein Opfer, der nun seine Problematik weitergibt als Mitläufer und nicht mehr die Verantwortung für seine eigene individuelle Entscheidung und Haltung übernimmt. So viel. Ich merke schon, ich muss langsam. Na ja, also mache ich noch schnell die Väter müssen ja auch noch drankommen. Ja, ja, die Mütter sind es auf jeden Fall auch, aber nicht nur. Also Vater Terror, Vater Erpressung, Vater Flucht und Vater Missbrauch. Vater Terror sind die Väter, die das Kind auch nicht wollen. Also ähnlich wie die Mutter Bedrohung. Meistens sind es Väter, die eine Muttersehnsucht auf ihre Frau übertragen haben. Die Frau sollte Mutterersatz sein. Das hat doch funktioniert, war vielleicht die Anziehung von beiden Seiten in dieser Richtung. Jetzt kommt das Kind. Die Mutter muss sich dem Kind zuwenden. Das erlebt der Vater eifersüchtig. Und denkt, das Kind ist schuld, weil er ja nicht wahrhaben will, dass er einen Muttermangel hat, den er auf seine Frau projiziert hat. Also statt diese bittere, schmerzliche Selbsterkenntnis wird das Kind schlecht behandelt und Vaterterror, das Kind wird gehindert, sich zu entwickeln, zu expandieren. Das Kind wird also eingeschüchtert, der gehemmte Mensch, das gehemmte Selbst. Und da sind wir wieder, das Böse des Vaters, das Terroristische, führt zur Gehemmtheit. Das macht den Menschen eventuell krank. Die Hemmung ist Basis für jede Depression oder Phobie. Wenn man Impulse hat, nun das Leben doch anders zu gestalten und Angst hat, der Vater bestraft das, dann wird sozusagen das Böse gegen sich selbst oder als gehemmter Mensch, als Mitläufer, dann ist man ein willfähriger, eben ein willfähriges Objekt jeder auch bösen Entwicklung. Vaterbesetzung sind die Väter, die erwarten, dass die Kinder in ihre Fußstapfen treten. Also ob das die Firma ist oder ob das die religiösen oder die moralischen oder die politischen Ansichten sind. Das Kind soll das übernehmen, damit der Vater sich nicht in Frage gestellt sieht. Damit wird also auch die Entwicklung des Kindes eingeengt. Das Kind wird auch mit der Faust in der Tasche dem Vater folgen und im Grunde genommen das Böse weitergeben gegen sich selbst oder gegen das, was es dann im Interesse des Vaters erfüllen soll. Vaterflucht sind die Väter, weit verbreitet auch, die Welt verändern wollen, ja, also wenig Interesse haben an Familie, an Kinderbetreuung, die sich entziehen dieser Verantwortung. Das heißt, dem Kind wird damit auch väterliche
Verpflichtung und Verantwortung, Auseinandersetzung entzogen. In der Folge ist der Vatermangel sozusagen führt dazu, dass das Kind eher passiv bleibt, keine Interesse an Anstrengung, an Leistung hat und damit im Grunde genommen wieder in der Folge Sozialempfänger wird, das System benutzt als böse Erwartung, also das Böse, das, wofür jetzt die Gesellschaft herhalten muss. Also auch da gibt es wieder einen Zusammenhang, wo das Väterliche verinnerlicht wird und dann von der Gesellschaft ausgefüllt werden soll. Und schließlich der Vatermissbrauch, das sind die Väter, die ihre Kinder zu Erfolgsmenschen machen wollen. Also die Trainer, die Antreiber ihrer Kinder, wo es nie genug ist. Die Tragik, das Böse, liegt darin, dass es nie genug ist. Das heißt, der Vater vermittelt nicht, dass es auch Grenzen gibt, dass das Leben begrenzt ist, dass die Möglichkeiten begrenzt sind, dass die individuelle Leistung begrenzt ist, sodass das Kind immer unter dem Druck steht, ich muss noch mehr, noch besser. Also da ist schon eine 2 eine schlechte Zensur. Ne? Es muss noch besser sein und so weiter. Und das führt in der Folge wieder einmal autodestruktiv, dass man in einem ständigen Stresssyndrom lebt und daran krank wird. Oder aber diese unbegrenzte Einstellung, es geht noch mehr, immer mehr, das grenzenlose Wachstum, dass man das in die Gesellschaft trägt und es dort ausgetragen wird. Man tobt sich dann sozusagen ökonomisch aus oder politisch aus. Gut, damit bin ich erstmal mit diesen Dingen, ich kann mich vielleicht beschränken jetzt, indem ich das einfach nur noch zusammenfasse. Also, ein Kind wird böse behandelt durch defizitäre Beziehungsangebote. Also Kränkung, Verletzung, Mangel, mangelnde Bestätigung, mangelnde Einfühlung, all das, ja, führt zu strukturellen Persönlichkeitsstörungen, zu Selbstentfremdung bis hin zur neuronalen Vernetzung. Ein gestörtes Selbst in diesem Sinne, also eine Selbstentfremdung, wird böse gegen sich selbst, es entwickelt Symptome, Erkrankung oder soziale Konflikte, wo dann die innere Spannung ausgetragen wird. Du bist schuld. Also ich kenne viele Partnerschaften, die sich ständig bekriegen und du bist schuld, du machst mich unglücklich und wegen dir und so weiter. Mein Gott, warum bleiben die zusammen? Ja, bis ich erkannt habe, deshalb, weil der Partner so blöde ist. Endlich habe ich jemanden, dem ich vorwerfen kann, was mein Unglück ausmacht, scheinbar. Ja, das ist der Grund. Also, und wenn man das wieder auf die Gesellschaft, was ich aber am Anfang gesagt habe, wir brauchen Feinde, um unser eigenes Böses nicht zu schauen. Und was gerade wieder in der Weltpolitik zugange ist, da gruselt es einem, wie offensichtlich das nicht wahrgenommene Böse jetzt jemand anderem angelastet wird. Also selbst oder fremd, dass das Böse, das Defizit kompensiert werden soll, sozial ausgetragen werden soll. Spezifische Selbststörungen haben spezifische Kompensationsbemühungen, zum Beispiel die Leistung oder die Anpassung oder die Abhängigkeit und so weiter. Und das wiederum bewirkt spezifisch Böses. Ja, indem man andere beschuldigt, dass man projektiv ist, dass man etwas in die Welt trägt, was falsch ist, was zu Konflikten führt. Es geht also immer um das Zusammenspiel von Genetik, das, was ein Mensch mitbringt, was er in der Beziehung erlebt. Das heißt, im Grunde genommen sind die Eltern verantwortlich für die Pflege des Selbst, die Gärtner des Selbst. Von den Eltern hängt es ab, ob es eine Selbstförderung oder eine Selbstentfremdung gibt. Und mit der Selbstentfremdung
wächst dann natürlich das ausagierte Böse in der Gesellschaft oder gegen sich selbst. Deshalb, was kann man tun? Ich wiederhole, Demut vor dem eigenen Bösen. Natürlich, ich engagiere mich dafür, dass die Frühbetreuung optimiert wird. Entweder, dass die Eltern besser in der Lage sind, ihre Kinder anzunehmen, bis hin zu solchen politisch einfachen Formeln oder Forderungen. Ein Krippenplatz kostet ungefähr 1.500 Euro pro Kind und Monat. Und dann macht man sich über 100 Euro Betreuungsgeld lustig. Verstehen Sie? Man könnte 1.500 Euro, das wäre möglich, wenn es politisch gewollt wäre. Und dann frage ich mich natürlich, warum ist das nicht politisch gewollt? Welches Böses spielt da eine Rolle, dass die Kinder wieder im Grunde genommen in Gefahr sind, mehr Selbstentfremdung zu erleiden? Und natürlich die Frage, die ich versuche, mit dem Begriff der Beziehungskultur zusammenzufassen, dass wir eine Möglichkeit finden, unsere eigene Beschädigung, das eigene Böse dadurch zu erkennen, zu regulieren, zu kontrollieren, indem ich in einer Beziehungs-, einer Kommunikationskultur dafür sorge, dass ich mich frei, ohne Zensur, ohne soziale Maske mitteilen kann, weil ausgemacht ist, ich werde dafür nicht belehrt, nicht kritisiert, nicht bestraft, sondern ich werde nur empfangen und tue das Gleiche. Das heißt, eine Form von Kommunikation, die es ermöglicht, auch das Angestaute, das Affektive, das ja zum Bösen führt, auf diese Weise mitzuteilen, loszuwerden, mich abzureagieren, noch bevor eine Therapie erforderlich wäre. Darin sehe ich eine wesentliche Möglichkeit, auch das eigene, mit dem eigenen Bösen so umzugehen, dass ich es also auch in der Kommunikation mit anderen Menschen mitteilen kann, etwas abreagieren kann, dass es empfangen wird und ich das Gleiche mit dem Gesprächspartner tue. Vielen Dank. So, es hat irgendjemand mein Mikro weggenommen. Nein, ich hab's nicht. Sorry. So, ich glaube, das war gut zu verstehen, erstmal so diese Grundfigur, die Sie uns auch vermittelt haben, also der Zusammenhang, wie sozusagen böses Verhalten oder, sag ich mal, die Unterversorgung, ne, von Beziehungsamt, wie das transferiert wird und was es anrichten kann, wenn es keine Auflösung gibt, zumindest für den Fall. Okay, es gibt sicherlich Fragen, Kommentare etc. Als Begründung hatten Sie gesagt, dass der Kaiserschnitt dafür verantwortlich ist. Und meiner Ansicht ist Ihre Argumentation kompletter Unsinn, weil zum Beispiel, zumindest bewusst, kann man sich gar nicht mehr an den ersten zwei Babyjahren erinnern. Also ich weiß nicht, wo ich 12 Wochen alt war, gemacht habe. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Argumentation nicht haltbar ist, meiner Ansicht nach. Und es eher zum Beispiel durch die Entscheidung der Eltern, die den Kaiserschnitt gewollt haben, und deren Verhalten korreliert. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass es ein bestreitendes Wissen darstellt bei mir. Dann als drittes, da hatten Sie den Unterschied zwischen Binden und Bildung gesetzt. Meine Ansicht ist halt das Problem der Angst oder die Angstkomponente. Das heißt, wenn wir zum Beispiel bei Bildung sind, dann heißt es ja mal, ich habe einen Fehler gemacht. Und eigentlich müsste man das ja zum Beispiel dann so sehen, dass es eigentlich gar keine Fehler gibt und man eigentlich nur zum Beispiel Lernerfahrungen machen könnte. Und als letztes, wie wird man eine Prägung wieder los, beziehungsweise wie kann man sie kompensieren? Es ist mir im Moment sehr viel. Ich habe es mir auch nicht alles gemerkt. Okay. Das Wichtigste. Ich will auch nicht sagen, ich glaube, die haben das so aufgenommen, der Kaiserschnitt ist schuld. Der Kaiserschnitt ist ein Problem. Das kann man nicht leichtfertig einfach so machen. Ja, also es hat Auswirkungen. Und wenn Sie sagen, ich erinnere mich nicht an die frühe Zeit, das tut fast keiner. Und aus gutem Grund, das ist nicht nur Gedächtnisfrage, sondern man erinnert sich immer dann nicht, wenn es eben beschwerlich ist, schmerzlich ist, bitter ist, traurig ist. An die Dinge erinnert man sich nicht. Ja? Und
Unsere Arbeit besteht darin, im Grunde genommen kommt eigentlich der Durchschnittspatient, der an irgendwas leidet. Dann fangen wir an, die Biografie, und kommt immer, na, meine Kindheit war in Ordnung, die Eltern waren sehr bemüht oder so. Das stimmt nie. Ja? Aber der Patient weiß es nicht besser oder er braucht auch das Bild, dass es in Ordnung war. Und dann beginnt unsere mühevolle Arbeit. Das kann 50, 100 Stunden brauchen, bis allmählich, sozusagen, wir sagen, die Abwehr gelockert ist, dass die Erinnerung allmählich wieder beginnt. Und ich habe Ihnen das gesagt, es gibt eben sogar auch eine Erinnerung über den Körper. Der Körper erinnert sich auch dort, wo noch gar keine Sprache möglich ist. Und deshalb ist diese spezifische Methode der Körpertherapie hilfreich. So, jetzt müssen Sie mir helfen, was wollen Sie noch alles wissen? Bitte? Ja. Ja. Die Welt braucht Täter. Die Welt braucht Täter. Wie gesagt, also von einfachen, der Partner als Täter, der Nachbar als Täter, der Vorgesetzte als Täter, der Freund als Täter, der mich enttäuscht hat, bis hin in die große Politik. Im Moment können wir das gerade wieder erleben, dass die Russen als Täter gebraucht werden. Das heißt, immer dort, wo man eigene Probleme bewegen müsste, verstehen müsste, ist es einfacher, jemanden für schuldig zu erklären. Und das Besondere ist, dass natürlich derjenige oder dasjenige besonders geeignet, die Schuld abzukriegen, wenn auch tatsächlich Schuld da ist. Verstehen Sie? Dann kommt es darauf an, ist die angemessene Reaktion gegen das Böse, ist die angemessen oder ist sie überzogen? Ja, also Sie kennen vielleicht das banale Sprichwort, da ärgert mich die Fliege an der Wand. Ne, das meint das. Ja? Ich habe ein Problem, bin in einem Affektstau und da kommt eine Fliege daher, die töte ich. Ja? Das ist eine unangemessene Reaktion und damit ist das auch nicht los. Aber das funktioniert eben meistens so, dass man jemanden braucht, den man für schuldig erklärt oder den man sich abreagieren kann. Und es sind besonders die geeignet, denen man auch real etwas nachweisen kann. Dann wird nämlich das Verhältnis zwischen der realen Schuld und der Reaktion darauf wird undurchsichtig. Die auch ein bisschen Täter sind. Die auch ein bisschen Täter sind, das ist ja das Problem. Ja. Barbara Wolf. Ja, ich bin schon immer beeindruckt, wenn man so monokausale Zusammenhänge herstellen kann. Und ich beneide die Wissenschaften, die das tun und damit ihr Gebäude haben, auch ihr abgeschlossenes Gebäude von Erklärung. Und das Gebäude, was ich jetzt heute gehört habe, das ist mir sehr abgeschlossen. Also es mag in sich wie so ein Spiegelkabinett sein, wo ich es immer wieder sehe und mich spiegeln kann. Aber die Einordnung in Zusammenhänge, die würde mir da noch fehlen. Dieses Geschlossene, was aus der Behandlung von Patienten entstanden ist. Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, mit der Psychoanalyse ist es ein bisschen wie mit dem Glauben. Entweder glaubt man oder man glaubt es nicht. Viele Belege sind nicht da. Man kann in die Krankengeschichten reingucken. Aber die Frage, die ich so habe mit Vermischung von Ableitungen für gesellschaftliche Zustände, dann drauf zu gucken, was ist bis 3 Jahre und nach dem Stillen sind schon 50% gegessen des Ganzen, das fällt mir schwer einzuordnen oder hinzunehmen. Da hätte ich mal gerne so eine Frage als Erweiterung, dass ich nicht immer nur sehr leicht strukturiert bin, das eine der Ursache der anderen. Wo ist denn da die Komplexität der Welt? Ja. Also auch vom Standpunkt aus gesehen. Das fällt mir deutlich. Ich habe die ersten 3 Jahre und dann hört es auf. Und da bin ich in meinem Gespiegelten und habe den kranken Erwachsenen dann. Also irgendwie machen Sie mich verlegen, weil Sie vermutlich gar nicht hören wollten, was ich gesagt habe. Ich habe natürlich mein System, das habe ich Ihnen vorgetragen, an den frühen Beschädigungen. Es geht um das Thema des Bösen. Ich war immer bemüht,
den Zusammenhang, das Systemische mit zu betrachten, dass das individuelle Böse ein familiäres Böses ist, das familiäre Böse ein gesellschaftliches Böses ist. Jetzt kann man natürlich noch viel weiter ausdehnen. Ich kann mit meinem System auch sagen, alles, was geschieht in der Politik, in der Ökonomie, in der Wissenschaft, ist von Menschen gemacht. Und es gibt nicht die reine Wissenschaft, die unbefleckt wäre von psychologischer Beeinflussung. Das muss man immer mitdenken. Also ich weiß gar nicht, was ich dann jetzt noch sagen soll, bis dass ich mich abgrenzen muss, dass Sie die Psychoanalyse nicht als hinreichend gesichert ansehen. Die Freudsche Psychoanalyse oder eben, sagen wir mal so, die moderne Psychotherapie ist so weit gesichert, dass zum Beispiel die Bedeutung der der ersten Entwicklungsjahre und die Bedeutung der Beziehungsqualitäten, das ist keine Frage mehr. Deswegen ist es ja eher so erschreckend, dass das, obwohl es hinreichend gesichert ist, in der Gesellschaft so wenig akzeptiert wird oder gar politisch reagiert wird, darauf das Gegenteil geschieht. Und da muss man sich auch wieder fragen, und da bin ich eher wieder im systemischen Denken, was sind das für Menschen, die eine Politik machen, die, wenn man jetzt mal übertrieben sagt, eher kinderfeindlich ist? Das ist doch eine wichtige und systemische Frage, finde ich. Okay. Ja. Ja, also ich hätte eine Frage bezüglich, wie sehen Sie das, wenn Kinder ohne eines bestimmten Elternteils aufgewachsen sind? Sie haben jetzt nur fehlerhafte Erziehungsform genannt. Wie nennen Sie das, wenn da eine Erziehungsform komplett wegfällt? Ja. Das wäre besonders schädlich, besonders schlimm. Deshalb ist es natürlich eine besondere Herausforderung, alleinerziehende Mütter oder Väter oder homosexuelle Paare, wenn eben nicht aus der Perspektive des Kindes gedacht wird, dass das Kind väterliches und mütterliches braucht. Ich habe versucht zu sagen, es ist nicht ans Geschlecht gebunden, aber diese Eigenschaften, mütterliches und väterliches, das habe ich, glaube ich, gar nicht vorgetragen. Also mütterlich ist das vor allem das Empathische, das Einfühlen, das Bestätigen, das Annehmen, das Versorgen, das Trösten. Ne? Und das Väterliche ist mehr das Fordern, das Experimentieren, das Riskieren. Ja? Wie man das nennen, kann man auch ganz anders nennen. Ja? Kann man auch eins und zwei nennen oder so. Aber es sind eben auch sowohl biologisch als kulturell geprägte Funktionen, die das Kind braucht. Das Kind braucht für eine gesunde Entwicklung väterliche und mütterliche Beziehungsangebote. So, ein Alleinerziehende oder Erziehender ist besonders gefordert, das zu wissen und entweder beide Seiten freizusetzen oder zu entwickeln oder für die Seite, die man selbst nicht zur Verfügung hat, eben Helfer aus der Familie, aus der Freundschaft, durch Lehrer und so weiter heranzubringen. Darum geht es. Also auch Eltern, also Mann und Frau als Eltern, müssen sich auch verständigen. Ich kenne viele Familien, wo die Mutter öfters das Väterliche übernimmt und der Vater das Mütterliche, ja, weil sie es im Moment besser zur Verfügung haben. Wichtig ist nur, dass sie es verstehen, was jetzt das Kind braucht. Und angenommen, also es braucht jetzt mehr Empathie oder mehr Forderung. Ja? Wer ist jetzt von uns in der Lage, das zu tun? Ne? Also es wäre der erste Schritt, zu verstehen, was das Kind braucht. Und das sollte eben nicht einseitig sein. Und dann zu gucken, und wer von uns kann dem Kind das geben? Okay, Sie nicken. Gut. Isolde Heinze guckt, als wollte sie was fragen. Nee? Ich stelle nur Gedanken. Du denkst auch. Ich auch richtig. Gut. Okay. Da ist du gut, dann stelle ich meine Frage erstmal zurück. Ich komme erstmal zu Ihnen. Herr Dr. Maas, Sie sprachen von der Demut vor dem eigenen Bösen.
Ich stelle mal eins und eins zusammen und frage, wie steht das um den Bußtag, der in Deutschland abgeschafft worden ist, nur in Sachsen noch existiert? Ist das eine Form, dass das auf diese Weise gelingen könnte? Und wenn Sie das individuell sehen, wäre doch die Frage nach Beichte und Buße zu stellen. Welche Rolle spielt das? Ist das ein gängiger Ausweg für, in einer Gesellschaft, die weitestgehend säkularisiert ist? Ja, also Sie betonen ja jetzt etwas, dass sich offensichtlich die Religionen auch schon immer damit beschäftigt haben. Ne? Wie kann man dem eigenen Bösen auf die Schliche kommen und wie kann man es regulieren? Da ist also Sündenbekenntnis, Buße und Vergebung sind wichtige Möglichkeiten oder Eigenschaften. Nur werden sie leider nicht gut genug genutzt. Also was nutzt es, also ich bin nicht katholisch, aber was nutzt es, wenn man in den Beichtstuhl geht und sagt, ich habe gesündigt und weiß ich habe annoniert oder ich habe dem was Böses gewünscht und dir ist vergeben, dreimal Rosenkranz oder irgend sowas. Ja? Das ist natürlich Quark. Ja? Das kann nicht helfen. Ja? Also ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch in der christlichen Kirche gute Möglichkeiten gibt, wirklich etwas zu bekennen, wirklich was Böses. Aber das ist eine Beziehungsfrage. Das geht nicht in 5 Minuten. Das bedarf einer längeren Beziehung. Deshalb bin ich eher ein Kritiker oder ein Skeptiker, wenn solche Rituale bestehen, wo man dann den Eindruck haben könnte, so, jetzt ist alles ja, erledigt oder so. Ja? Also meiner Erfahrung nach ist das, was ich selbst als Böses in mir trage, etwas, was ich sehr schwer loswerde oder halt bekenne, jedenfalls nicht ritualisiert. Ich brauche eine wirklich wohlwollende Beziehung, na, die mich nicht vernichtet, weil das, was ich wirklich Böses in mir trage, sich vernichtend anfühlt, beschämend anfühlt. Ja? Deshalb verbirgt man es ja, deshalb hält man es ja zurück vor sich selbst. Ja, also in Ritualen ist da wahrscheinlich nicht viel geholfen. Okay. Haben Sie sich ja gemeldet? Also ich habe noch eine Frage. Sie hatten das mit der Kindesbetreuung angesprochen. Das finde ich, also Sie haben diese Argumentation, die Sie geführt haben, immer sehr auf dieser autoritären oder also dieser Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind bezogen, aber nie auf einer gleichberechtigten Ebene. Also Sie hatten zwar gesagt, dass es, aber ich meine jetzt in Form von Reflexion über Menschen, die mit mir gleichaltrig beziehungsweise auf gleicher Ebene stehen. Also das sowohl auf der Kindesbetreuung sehe ich da auch eine Chance, vor allem mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen und das oder mit anderen Menschen in meinem aus meiner Stufe sozusagen, die auf mir ebenbürtig sind, indem Ereignis Verhalten reflektiert wird und ich lerne sozusagen zu kritisieren, kritisiert zu werden und das Gleiche auch auf einer älteren Ebene, wo Sie gesagt haben, sich sozusagen auszukotzen, nenne ich es jetzt mal, indem man halt einfach alles das ablässt, was einen beschäftigt, ohne dass man dafür kritisiert wird oder belehrt wird. Und ich finde, das ist aber auch wieder eine Chance sozusagen, indem man mir, also die Frage ist natürlich, wie man kritisiert wird, aber indem man das eigene Verhalten sozusagen von außen reflektiert wird und das muss ich natürlich annehmen können, klar, aber das ist auch meiner Meinung nach ein Prozess, das zu überwinden sozusagen, indem man mit anderen Leuten in Kontakt kommt und die einem sagen, so läuft es aber nicht. Muss natürlich immer auf Gegenseitigkeit beruhen und in einer gewissen Form stattfinden, aber das hat mir ein bisschen gefehlt, also sowohl in der Früherziehung als auch später dann. Ja, also zu dem Ersteren nochmal, Eltern und Kinder stehen nicht auf einer Ebene. Eltern haben Verantwortung für das, was ein Kind noch nicht erfassen kann, verstehen kann und so. Es geht immer nur um die Qualität der Beziehungsaufnahme und des Bemühens um Verständnis für das Kind und dann die angemessene Reaktion. Unter Gleichaltrigen, also es gibt entwicklungspsychologisch einen deutlichen Unterschied zwischen Kinderkrippe und Kindergarten.
Der Kindergarten ist in der Regel sehr zu empfehlen oder sogar notwendig, weil das dann in ein Lebensalter fällt, also spätestens so drittes Lebensjahr, vielleicht schon zweites, drittes, wo das Kind soziale Kontakte außerhalb der eigenen Familie braucht, um sich spiegeln zu können, um sich messen zu können, um Auseinandersetzung, um die eigenen Positionen zu verteidigen und andere kennenzulernen. Also ja, das ist notwendig und das setzt sich für meine Vorstellung das ganze weitere Leben fort, dass man eben gleichrangige Menschen braucht, mit denen man sich austauschen kann. Ich finde, dass unsere Kultur im Moment darunter leidet, dass es kein wirkliches Gespräch oder Zuhören mehr gibt, sondern dass es schnell eine Diffamierung gibt. Also wenn ein Andersdenkender, egal ob jetzt politisch oder religiös ist, dann hat er immer auch Recht. Er ist nicht von a priori der Böse. Ja? Man kann in jedem Disput feststellen, haben immer beide Seiten Recht und Unrecht. Mehr oder weniger. So. Wenn es solche Unterschiede gibt, dass jemand völlig anders denkt, dann besteht die Aufgabe darin, nach meiner Ansicht, ich will verstehen, ich will mich bemühen zu verstehen, weshalb ein anderer anders denkt als ich. Woher kommt das? Und inwieweit könnte er Recht haben, in einer Sache, die mir nicht gefällt. Ja? Ich will ganz kurz noch meine Erfahrung aus der Gruppentherapie sagen. Wenn man eine Gruppentherapie macht und die nicht autoritär führt, was ich natürlich nicht tue, dann entsteht eine bestimmte Entwicklung in der Gruppe. Man bekämpft sich am Anfang. Ja? Man will sich durchsetzen, man will mit den vorhandenen Kompensationsmöglichkeiten sich behaupten und so weiter. Dabei entstehen gesetzesmäßig bestimmte gruppendynamische Positionen. Alpha, Beta, Gamma, Omega. Also Alpha sind die Anführer, Beta ist die Mitläufer, Gamma ist die Fachleute und Gamma ist die Omega ist die Außenseiter, die Sündenböcke. Das dient dazu, dass der Sündenbock, die Omegas, denen soll das Böse angehängt werden, wie es biblisch beschrieben ist. Ne? Man braucht einen Sündenbock, den man das Böse auflädt und in die Wüste jagt. Das ist in jeder Gruppendynamik der Fall. Eigentlich immer, wo Menschen zusammenkommen, übernehmen welche die Führung und ist immer irgendjemand der Sündenbock, der Außenseiter. Ja? So, jetzt ist meine Erfahrung und meine Überzeugung, die Omegas, die Sündenböcke, sind die wichtigsten, nicht die Alphas. Weil die Omegas etwas verkörpern oder zum Ausdruck bringen, was die Mehrheit nicht wahrhaben will. Und das ist eben immer auch wahr, nicht ausschließlich, aber es ist immer eine Wahrheit, die anderen unangenehm sind. Deshalb kann ich vom Sündenbock am meisten lernen. Und als Therapeut bin ich in der Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass der Sündenbock nicht wirklich rausgedrängt wird oder eben ne, durch beschimpft wird und diffamiert wird und er geht dann oder du darfst ja nicht mehr mitmachen, ja, sondern dass man versteht, was der verkörpert, was ich bei mir nicht wahrhaben will. Und erst wenn das gelingt, gelingt auch eine gruppendynamische Entwicklung, wo dann tatsächlich ein Zusammenhalt, ein Konsens zu einer schwierigen Situation möglich wird. Und das ist etwas, dieses Prinzip wünschte ich mir auch für gesellschaftliche Verhältnisse, dass man den politischen Gegner, den Andersdenkenden oder den Religiösen nicht nur beschimpft und diffamiert und sagt, mit euch reden wir nicht. Also wenn ich das schon höre, wenn man in einer Demokratie gesagt wird, mit denen reden wir nicht. Ja? Also wie böse ist das? Ja, also wie viel Böses muss dieser, der sowas sagt, in sich verbergen, dass er Angst hat, wenn er mit jemandem redet, der anders denkt, etwas aufdecken könnte, was er so mühevoll verborgen hält. Also ich fordere das, dass die Demokratie dadurch belebt wird, dass man jeden Andersdenkenden ernst nimmt und hingeht und fragt und redet, verstehen will, um zu Lösungen zu kommen, die dann für die Mehrheit Wert hat. Was machen Sie, dass Sie den Alpha-Typen sind? Ja. Das ist ja auch ein bewegt werden.
Ja, der erleidet eine natürliche Erschütterung, wenn er merkt, dass er nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern Omega. Wenn ich sage, mich interessiert jetzt, Sie werden hier beschimpft und Sie sollen gehen und ne, Sie werden so für Blöde hingestellt oder so. Ne? Mich interessiert das. In dem Moment wird ja Alpha im Grunde genommen entmachtet. Ja, er hat das, was er ja eigentlich wollte, durch irgendwelche Auffälligkeiten oder besonderen, tüchtigen Sachen, sich in den Mittelpunkt stellen, gelingt nicht, weil jetzt Omega bedient wird oder verstanden wird. Aber da ist ja Alpha, weil er sich nicht so schnell entmachten lässt. Naja, Gruppentherapie, ja. Der Mächtigste bin immer noch ich, verstehen Sie? Ja. Okay. Meine Frage noch loswerden. Ich muss noch was zu den Krippen fragen. Schlicht und einfach. Und das auch jetzt wie wieder in die Niederung gehen klingt. Ich frage, ob da nicht ein gewisser Selbstwiderspruch in dem war, was Sie gesagt haben. Wenn diese Mütter, diese vier Typen, so furchtbar sind, wäre es dann nicht besser, die Kinder gingen in die Krippe? Ja. Weil, und das belegen ja in der Tat empirische Studien, Langzeitstudien, diese Nichtstudie, die USA-Studie hat ja belegt, dass die Frühunterbringung in der Tat bei guten, sage ich mal, bei Eltern, ja, die gute Bindungsangebote machen können, eigentlich keinen Surplus produzieren. Aber bei Familien, die sogenannten prekären Lebenslagen und die wenig Kapital haben und Beziehungsangebot, weil sie sind, wie sie sind und weil sie geworden sind, wie sie sind, ist die Krippe in der Tat eine wichtige kompensierende Einrichtung, wenn sie gut ausgestattet ist. D'accord. Das ist die Bedingung. Ja. Das ist empirisch belegbar. Ja. Sie sagen ja schon ja, insofern... Ja. Ja. Okay. Na, nur darf ich die Einschränkung, die habe ich aber schon gebracht. Weil die leiblichen Eltern haben einen Vorlauf, den man nicht vernachlässigen sollte. Und auch, mal angenommen, es sind wirklich schlechte Eltern. Und ich meine, und die Patienten, die zu uns kommen, hatten schlechte Eltern oder schlechte Krippe. Ja? Also 100%. 100%. Ich würde eher sagen, schlechte Krippe, aber Eltern, die nicht in der Lage sind. Na ja, gut. Okay, gut. Und es gibt dann auch einen Konflikt zwischen guter Krippe und schlechten Eltern, ja? Was dem Kind auch nicht hilft. Ne? Also muss man in beide Richtungen denken, also die Eltern befähigen, ökonomisch und psychologisch, ja? Und die Krippen verbessern. Ja? Okay, da bin ich zufrieden. Okay, Robert. Vorsicht. Ich lebe noch. Ja. Komisch so, wenn man so im Hörsaal sitzt. vielen Dank für Ihren sehr spannenden Vortrag. Ich möchte mal die Brücke von der Krippe zur Grippe schlagen, aber vielleicht auch nicht wirklich. Was mich interessiert, also oder was sich mir andeutet, ist, dass das Böse ja, wenn nicht dominant, dann doch zumindest ansteckend ist. Und da stellt sich mir die Frage... Übertragen wird es vielleicht besser. Oder übertragen wird. Das ist Biologe. Mhm. Okay. Ja, das kann man auch anstecken. Man kann es auch anstecken, ne? Genau. Ein Lachen kann ja auch ansteckend sein, obwohl es... Ja, das ist richtig. Jetzt frage ich mich, wenn etwas dominant ist, hat es ja möglicherweise auch eine Funktion oder hatte mal eine und hat vielleicht auch keine passende mehr. Denkt er jetzt auch an so einen Blinddarm oder sowas. Die Frage geht eigentlich eher jetzt in die Richtung, was denken Sie, wo kommt das Böse her? Und wenn ich das jetzt übertrage an Herrn Busse, der letzte Woche ja gesagt hat, also die Katze kann nicht böse sein. War der Neandertaler böse oder der Homo sapiens, weil er ihn ausgerottet hat, fing das da an? Wo hat das Böse Ihrer Ansicht nach seinen Ursprung? Ja. Sie kennen ja sicherlich auch Lorenz'sche Theorien, ja? Wo das Böse beginnt, wenn es darum geht, um Ressourcen zu sichern oder Revier zu sichern, das Überleben zu sichern. Ja? Also dann ist die Frage, ab wann wird es böse? Ja? Also wenn
wenn ich in Not bin, ne, ich bedroht werde oder eben nichts mehr zu essen habe und dann stehle oder wenn mich jemand bedroht, ihn umbringe, ne, das passiert halt oder so. Ist das eine böse Tat oder nicht? Da beginnt im Grunde genommen die Ethik. Ja? Also so viel ich weiß, ist Ihre Frage nur so zu beantworten, dass es im Laufe der Entwicklungsgeschichte eben immer wieder, wissen wir, Notzustände gab, Katastrophen gab, wo Menschen um ihr Überleben sehen mussten, wie ist das zu schaffen. Und dann beginnt im Grunde genommen dieses Denken, ich muss mich jetzt sichern oder der andere nimmt mir was weg, wird bedrohlich, den muss ich, ja, und wo ist die Grenze dann zwischen dem, was ich brauche, damit ich am Leben bleibe, zu dem, wo ich dann mehr haben will, als noch leben zu können. Also der Kapitalismus, wenn man so will, ja, die Profit, ja, wo beginnt das Böse zu werden, ja, ja. Sehr früh in der Kultur, denke ich. Wahrscheinlich, ja. Also Naturkatastrophen und ja, Notzustände, wo es eben wirklich um Versorgung geht, um Sicherheit geht, um Ressourcen geht, beginnt der Mensch, und das halte ich für normal, nicht für böse, zu sorgen, für sich zu sorgen. Und wann kippt es? Dann kippt es vielleicht mit der Überlegung, oh, nächste Katastrophe kann kommen und dann muss ich noch mehr jetzt in den Keller schaffen. Ja? Oder muss austricksen, dass mir von dem, was mangelhaft übrig ist, mehr zusteht. Ne? Dort beginnt es, meiner. Und das ist dann aber eine Fahrt des Narzissmus. Also ich bin überzeugt davon, dass es normal ist, dass man gut für sich sorgt. Ja? Ja. Und dass erst der Narzissmus dazu beiträgt, dass man dann mehr haben will als andere. Und die Störung beginnt aber in einer Erfahrung, dass mir so viel nicht zusteht. Ja? Wenn wir zum Hier und Jetzt nochmal kommen und gucken, wir werden von Narzissten regiert. Unternehmenslenker sind Narzissten. Das Böse reproduziert sich immer wieder selbst über die bösen Eltern. Können Sie uns irgendwo Hoffnung machen? Sehr schön. Also nur. Als Mediziner. Bin ich überzeugt davon, das ist meine Erfahrung. Wir wissen alle, dass wir irgendwie irgendwann falsch leben. Böse gegen uns selbst, ja? Alkohol, Nikotin, Essen, Bewegungsmangel und so weiter. Und wir verändern es nicht. Wir bleiben destruktiv gegen uns selbst, bis wir krank werden. Also bis eine Katastrophe, eine Krise eintritt. Die Krise als Chance. Davon lebe ich. Also, ne, unsere Aufklärungsfunktion, Leute, raucht nicht, trinkt weniger, bewegt euch mehr, ist alles für die Katz. Ja. Weil der Durchschnittsmediziner dann auch nicht verstehen will, weshalb einer nicht einfach mit Rauchen aufhören kann oder mit zu viel Essen. Dass das eine wichtige Kompensation ist, dann kann ich sagen, du, sei nicht so blöd, iss nicht so viel, ja, ernähr dich gesund. Ja, der weiß nicht, was er sagt, der Arzt. Ne, der verschlimmert das ganze Leid, weil er jetzt den Patienten einen Druck bringt, den der nicht erfüllen kann. Ja, so. Also wir warten darauf, bis eine Krise kommt, die Krankheit kommt, und dann haben wir eine Chance, dann öffnet sich ein Zeitfenster, wo wir jetzt sagen, okay, das und das und das hast du falsch gemacht oder falsch erlebt oder falsch. Ja. Wie könnte man es besser machen? Dort ist die Hoffnung für uns. Ich neige dazu, das wissen Sie, das auf Gesellschaft zu übertragen, dieses Modell. Das ist sicher nicht ganz sauber wissenschaftlich gesehen, aber die Geschichte, wie ist es zu unserer Wende gekommen? Hätte keiner gedacht, zum Beispiel. Ja.
Ich habe ja so eine ganze verrückte Idee, dass, also wenn eine Gesellschaft normopathisch ist, Nationalsozialismus, DDR-Sozialismus, narzisstische Gesellschaft, heißt das, es dominiert normopathisch das Gestörte, wird für normal erklärt. Aber das eigentlich Gesunde ist damit ja nicht weg, sondern es ist nur übertüncht. Und das Gesunde sucht sich irgendwo ein Türchen, ein Hintertürchen. Also zum Beispiel durch Krankheit. Aber vielleicht auch, jetzt sage ich was ganz Verrücktes, musste ein Krieg kommen, damit die Menschen vernünftig werden. Vielleicht muss eine Klimakatastrophe kommen, dass wir innehalten können in unserer Gier. Verstehen Sie? Das ist wahnsinniges Denken, aber nicht ganz. Das ist fast böses Denken, Herr Mann. Fast böses Denken, ja. Weil die Menschen sind ja bislang durch ihre Kriege nicht wirklich vernünftig geworden. Das hat nur ein bisschen angefangen. Nur kurze Zeit. Also da wird. Dann müsste man fragen: Sind wir denn heute weiter als vor ein paar hundert Jahren? Ne? Also ne? Könnte man sagen: ja, natürlich. Wir haben Demokratie und so. Ich könnte aber sagen, na Vorsicht. Vorsicht. Haben wir nicht vielleicht das Böse nur verschoben in die Zukunft oder nach Afrika oder... Ja. Ist das eine Frage? Ja, ich wollte eine Frage stellen. Und zwar nannten Sie uns vier Muttermodelle, wie das Böse übertragen wird, und drei Vatermodelle. Vier. Okay, dann auch vier. Und wie lautet das Modell, dass es nicht übertragen wird? Naja, man kann zu jedem diesen gestörten Angeboten die positiven benennen. Also Mutterbedrohung wäre Mutterannahme, Muttermangel wäre Mutterliebe, Muttervergiftung wäre Mutterbestätigung, geh deinen Weg, ja. Vatererpressung wäre Vaterförderung und so weiter. Also man kann jetzt das positive Abbild machen. Ja, gut. Ja. Okay. Das gehört auch dazu, natürlich. Also wenn wir Eltern unterstützen wollen, dann belasten wir sie nicht mit ihren Störungen. Die zeigen sie uns schon, aber wir sind bemüht, dann eben das positive Gegenbild zu entwickeln. Und wie kann man es umsetzen? Ja. Okay, ich glaube, wir haben es. Soweit? Ich bedanke mich nochmal recht. Ist da noch? Wo denn? Blendet so? Nein, gut, okay. Ich bedanke mich noch nicht. Okay. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, welche Reihe. Ich hätte noch mal eine Frage zum Punkt der Vaterflucht. Da haben Sie eben noch mal angerissen, das wären so Punkte wie Risikobereitschaft oder Forderung gegenüber. Wenn sich da der Vater seiner Verantwortung entzieht, was für Punkte gehen denn da verloren? Also was genau hätte passieren müssen, dass da dann eben das Defizit nicht auftritt? Na, die Auseinandersetzung mit dem Väterlichen. Und das ist so nach dieser unserer Definition, dass man sich mit Leistung, mit Anstrengung, mit Pflicht, mit Verantwortung auseinandersetzt. Das heißt, in der Entwicklung muss ja jeder sein Leben irgendwie gestalten und muss dann auch Verantwortung übernehmen. Er kann nicht sagen, weil ich schlechte Eltern hatte, weil ich eine beschissene Kindheit hatte. Das darf man maximal bis 18, ja, dann nicht mehr. Ja, dann muss man die Verantwortung übernehmen. Und Menschen, die eben einen flüchtenden Vater hatten, haben keine Energie, keine Lust, keine Erfolge darin, dass es Sinn macht, auch Verantwortung zu übernehmen, Pflichten zu erfüllen, dass das am Ende ja auch das Leben erleichtern kann, wenn etwas Unvermeidbares eben erfüllt werden muss, wenn ich mich nicht verdrücke. Ne? Und das haben sie nicht gelernt. Da war kein Vater, der gesagt hat, komm, also jetzt... Das muss sein, ja. Und das macht Sinn und kann das auch erklären. Also nicht nur autoritär, sondern eben auch in der Bedeutung solcher Verantwortungsübernahme das auch deutlich machen kann. Herr Busse, hier vorne ist noch jemand, ja.
Wir haben jetzt über schlechte Eltern geredet, einzelne Eltern, alleinerziehende Eltern. Was für eine Auswirkung hat das auf das Kind, wenn gar keine Eltern vorhanden sind? Das würde mich noch interessieren. Ganz einfach, wenn gar keine Eltern da sind, wer betreut dann das Kind? Es muss ja, oder es ist ein Straßenkind, ja. Auch das Straßenkind wird sich mütterliche und väterliche Angebote holen und suchen, ja. Und bleibt natürlich in einem hohen Risiko, was davon ist brauchbar, nützlich oder schädlich, ja. Also das Bedürfnis kommt auch vom Kind. Verstehen Sie, das Kind, wenn ich Subjekt-Subjekt-Beziehung, auch das Kind braucht mütterliche Versorgung oder Annahme oder Empathie oder Bestätigung und väterliche Unterstützung und Forderung und so, ja. Und damit es nicht ganz und gar asozial wird, ja, wird es in der Regel sich solche, nehmen wir mal an, es ist ein Straßenkind, ja, wird es sich solche Möglichkeiten suchen, ja. Oder aber es ist dann schon so verstört, dass sie jede Zuwendung eher zunichte macht. Also ich habe in meiner Arbeit das nicht selten erlebt, dass dort, wo wir, so wie wir bemüht sind, einen Menschen anzunehmen, zu verstehen, dass das für diesen Menschen am Anfang was ganz Schlimmes war. Das hat mich mal dazu geführt zu sagen, es gibt Menschen, für die gibt es nichts Schlimmeres als Liebe und Frieden. Man muss die Paradoxie verstehen. Das haben sie nicht erlebt. Nie in Liebe, nie in Frieden. Also haben sie es nicht verinnerlichen können. Jetzt wird es ihnen angeboten. Da können sie das nicht einfach... Die schrecken davor, das anzunehmen. Ja, da, genau. Ja, weil sie erinnert werden an das, was sie nicht hatten. Das heißt, bevor sie was Gutes annehmen können, sind sie konfrontiert mit dem Bösen, was sie erlitten haben. Ja, und das ist eine Paradoxie, die muss man wirklich verstanden haben, dass man nicht dahin gehen kann und irgendwelchen schwer betroffenen Menschen so jetzt Liebe geben. Ja, da kann man die verrückt machen. Das dann nicht verstehen kann. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich hätte eine Frage, und zwar würden Sie behaupten oder meinen, dass es zunimmt, diese väterliche und mütterliche Störung, oder dass es schon immer vorhanden war, auch in dem Maße, und dass es einfach nicht so benannt wurde? Ist noch nicht so benannt worden, ich benenne es so, ja. Ich denke, es hat es schon immer gegeben, also zumindest die Zeit, die ich überblicke, deswegen spreche ich von den drei Normopathien, ja. Aber mit unterschiedlichen bevorzugten Störungen und damit auch mit spezifischen Folgen und spezifisch Bösem. Ja? Also heute ist es möglicherweise sehr weit entfernt, dass eine Mehrheit Krieg wünscht. Ja? Das war damals aber anders. Ja? Andererseits habe ich das Gefühl, wenn nicht Krieg, gibt es zunehmend wieder eine Mehrheit, die Feinde braucht. Verstehen Sie? Es ist nur jetzt unter demokratischen Verhältnissen. Ne? Wobei aber die Demokratie auch geschwächt wird oder ausgehöhlt wird, wenn man denkt, die anderen sind nur die Bösen. Ja? Also das Prinzip auch der Projektion des Bösen, das bleibt. Aber die, und das ist wahrscheinlich schon immer so, also ich wage aber nur diese drei Gesellschaften damit einzubeziehen, das andere weiß ich nicht genug. Das Prinzip ist dasselbe, dass es erlittenes, böses, verletzendes gibt, das weitergegeben wird. Und die Gesellschaft formt die Art und Weise, wie das Böse ausgelebt wird, aus. Und deshalb muss man sich auch fragen, was wird in einer kapitalistischen Gesellschaft, die nicht mehr ausreichend demokratisch kontrolliert wird, Böses ausagiert? Das ist dann nur eine andere Form. Wie viel Destruktion dadurch entsteht, das wollen wir mal nicht den Messbecher öffnen. So, jetzt sage ich, jetzt ist Schluss.
ich gucke in den Raum und sehe, alle sind über 18. Das ist vielleicht nochmal eine wichtige Aussage. Das heißt, gehen Sie nicht zu streng mit Ihren Eltern um, wenn Sie heute nach Hause kommen. Sie tragen ab 18 die Verantwortung, was daraus geworden ist. Jeder hat ein Recht auf eine schwere Kindheit. Ja. Ich habe jedem Patienten gesagt, es bringt nichts, zu den Eltern zu gehen. Ja, ne? Wenn die Einsicht hätten, hätten die das schon längst gesagt. Man muss sie nicht bekehren wollen. Du musst das, deine inneren Eltern musst du verändern. So, wir bedanken uns für die Facette unserer großen Frage. Ich hätte schon gesagt, etwas hybriden Frage, was ist das Böse? Ist heute durch eine wichtige Facette bereichert worden und dafür bedanken wir uns bei Ihnen. Bis nächste Woche.